Der Tag wird in die Geschichte eingehen. 24. Februar 2022 in den frühen Morgenstunden. Explosionen in der Nähe von Kiew und anderen Regionen in der Ukraine. Im ganzen Land beschießen russische Truppen Ziele mit Raketen und Marschflugkörpern. Kurz vorher, um 4.50 Uhr Ortszeit, hatte der russische Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache den Angriff angekündigt. Ich habe entschieden, einen Militäreinsatz zu führen. Ziel ist es, die Menschen zu beschützen, die unterdrückt wurden und gegen die das Regime in Kiew seit 8 Jahren einen Genozid führt. Wir streben eine Entmilitarisierung und eine Entnazifizierung der Ukraine an. Wladimir Putin überfällt sein Nachbarland. Wochenlang hatte Putin seine Truppen aufmarschieren lassen und an der Grenze zur Ukraine in Stellung gebracht. Die Angreifer bezogen ihre Bereitstellungsräume in aller Ruhe und vor den Augen der gesamten Welt. Den Aufmarsch bezeichnete der russische Präsident als Manöver, eine plumpe Lüge und nicht die erste. Für Wladimir Putin geht es um die Macht, solange er regiert, und dafür ist ihm kein Preis zu hoch. Um 6 Uhr morgens an diesem 24. Februar 2022 überschreiten russische Soldaten die Grenze zur Ukraine. Ein Grenzübertritt, nicht nur geografisch. Putin hat damit alle politischen, völkerrechtlichen und moralischen Grenzen überschritten. Und niemand weiß, wie weit dieser Krieg noch gehen wird und was dann geschieht. Die Opfer und die Trümmer vor Ort sind nur ein Teil des Schadens, den der russische Diktator angerichtet hat. Schwarzgurt Putin. Russlands mächtigster Mann lässt sich von der Kreml-Propaganda gern als besonders tatkräftig in Szene setzen. Flottenbesuche sollen militärische Stärke zeigen. Wir sind wieder wer. Die Botschaft dieser Bilder. Manchmal vertun sich Putins PR-Strategen auch. Für den Tauchgang im seichten Wasser haben Helfer vorab die antiken Amphoren für ihren Chef eingebuddelt. Wladimir Putin, ein KGB-Agent aus einfachen Verhältnissen, beherrscht seit 1999 den größten Flächenstaat der Erde. Easy Rider an der russischen Schwarzmeerküste. Putin als jung gebliebener Kumpel. Auf einem Dreirad, das ist sicherer. Auftritte wie bei diesem Rockertreffen demonstrieren Volksverbundenheit, auch und gerade mit jenen, für die Gewalt kein Fremdwort ist. Putin liebt patriotische Reden mit Blick zurück. Die Hafenstadt Noworossijsk wurde 1943 aus den Händen der Nazis befreit. Ich bedanke mich bei euch dafür, dass ihr euer Treffen an diesem historischen Ort abhaltet. Er ist ein Paradebeispiel für das Stehvermögen unseres Volkes. Wenn wir zusammenhalten, sind wir stark. Putin erinnert oft an den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Die patriotische Rückbesinnung auf den sogenannten Großen Vaterländischen Krieg eint nach wie vor alle Russen. Die Erinnerung an den Sieg in dem von Hitler-Deutschland begonnenen Krieg lässt viele Menschen ihren oft von Beamtenwillkür und Korruption geprägten Alltag für kurze Zeit vergessen. Zur Erinnerung an den deutschen Überfall mit über 20 Millionen russischen Opfern wird der Krieg immer wieder für das Fernsehen neu inszeniert und läuft auf allen großen Sendern. Und die werden komplett vom Kreml kontrolliert. Immerhin gab es vor 10 Jahren noch einen gewissen Spielraum für Oppositionspolitiker. Wladimir Ryzhkov durfte auftreten, wurde aber ständig überwacht von Polizei und Geheimdienstkameras. Eine Warnung an alle Kreml-Kritiker: Haltet euch zurück, wir kontrollieren alles. Ryzhkov ließ sich nicht einschüchtern. Die bevorstehenden Duma-Wahlen sind eine Farce. Es dürfen nur die zahnlosen Kommunisten und kremltreue Parteien antreten. Ich garantiere euch, dass gefälscht wird, was das Zeug hält. Lasst uns diese Wahlen boykottieren.
Die kleine russische Opposition darf an diesem Tag 2 Stunden demonstrieren. Für den Fall, dass überzogen wird, stehen Sondereinheiten der Polizei bereit. Die Kreml-Gegner wollen nicht im Einsatzwagen landen, machen pünktlich Schluss. Rischkow holt noch einmal gegen das Regime aus. Putin hat ein autoritäres System geschaffen. Er ist seit über 10 Jahren an der Macht und will bis zu seinem Lebensende regieren. Wie Brezhnev und Stalin. Gehen Sie mal ins Internet. Putin ist lange nicht mehr so beliebt wie früher. Putin steckt in einer Popularitätskrise. Hunderte Kreml-Gegner sind regelrecht in den virtuellen Raum abgetaucht. Es ist die letzte, die digitale Bastion der Meinungsfreiheit. Handyvideos dokumentieren Szenen, die das Staatsfernsehen nie zeigen würde. Putin gratuliert einem Kampfsport-Champion und wird dabei ausgepfiffen. Auch fiktive Videos machen die Runde im Internet. Putin hinter Gittern. Diese erkennbar gefälschten Bilder sind der absolute Online-Renner. Mehr als 4 Millionen Klicks auf YouTube. Die Sprecherin sagt, Putin werde verdächtigt, in Terroranschläge verwickelt zu sein. Das neueste Werk der Systemkritiker damals. Russlands mächtigster Mann schaltet jeden Gegner skrupellos aus. Wladimir Putin wird am 7. Oktober 1952 in St. Petersburg geboren. Sein Vater ist Fabrikarbeiter, seine Mutter Hausfrau. Putins Lehrerin Vera Gurjewitsch zeigt, wo Wladimir groß geworden ist. Er lebt mit seinen Eltern in einer sogenannten Kommunalka, einer recht schäbigen Mehrfamilienwohnung. Er hat im 4. Stock gewohnt, dort oben rechts. Der junge Putin interessiert sich offenbar schon recht früh für den Geheimdienst. Das Thema hat ihm von klein auf gefallen. Er hat aber mit Erwachsenen nie viel darüber gesprochen. Einmal hat mich Wladimir jedoch gebeten, ihm ein Buch über den deutschen KGB-Topspion Richard Zorge zu leihen. Ich habe es ihm gegeben. Nach der Schule studiert Putin Jura, heuert beim KGB an und heiratet Ludmila Skripneva. Sie haben 2 Töchter, Maria und Jekaterina. 1985 wird er vom KGB nach Dresden geschickt. Putin besaß einen Ausweis der Stasi, mit deren Abteilung für Wissenschaft und Technik der KGB eng verbunden war. Wer im Wissenschaftsbereich gut kooperierte, durfte Reisekader werden. »1990 kehrt der Oberstleutnant in seine Heimat zurück, quittiert den aktiven Dienst beim KGB, weil er dort keine Karrierechancen sieht. Putin hat in der Petersburger Stadtverwaltung einen Job gefunden und ist recht schnell zum Stellvertreter des Bürgermeisters Sobchak gebracht.« August 1991, Moskau. Boris Jelzin hilft, den Putsch gegen Gorbatschow abzuwehren. Als Preis fordert er das Verbot der KPDSU und die Auflösung der Sowjetunion. Wenige Monate später wird er Präsident des unabhängigen Russland. Nach 7 Jahrzehnten Kommunismus wurde die Macht neu verteilt. Jelzin ermöglicht einer Handvoll Männer, die Rohstoffreserven dieses unermesslich reichen Landes zu Spottpreisen zu kaufen. Und schuf so die Kaste der superreichen Oligarchen. Es geht um ungeheure Vorkommen, vor allem an Öl und Gas. 1996 fängt Putin in der Vermögensabteilung der Präsidialverwaltung an. Kreml-Chef Jelzin wird auf den Ex-KGB-Mann aufmerksam. Der schwer herzkranke Präsident sucht einen Nachfolger. Er nimmt Putin genau unter die Lupe. Es gilt zu klären, ob er ihm gegenüber wirklich loyal ist. Putins kometenhafter Aufstieg beginnt. Der 46-Jährige wird zunächst Chef des FSB, der Nachfolgeorganisation des KGB. Wenig später macht ihn Jelzin sogar zum Premierminister.
Warum hat Jelzin Putin gefördert und ihn zu seinem Nachfolger auserkoren? Jelzin hat jemanden gesucht, der ihm und seiner Mannschaft lebenslange Immunität garantieren kann. Zuerst dachte er an den früheren Außenminister Primakow, später an den Ex-Premier Stepaschin. Doch beide waren zu schwach. Schließlich hat er Wladimir Putin entdeckt und zum Premier gemacht. Frisch im Amt bekommt es Putin sofort mit radikalen Islamisten zu tun. Anfang August 1999 fallen tschetschenische Rebellen unter der Führung von Schamil Basajew und des Jordaniers Shatab in Dagestan ein. Sie rufen in der russischen Teilrepublik einen Gottesstaat aus und erklären Putin den Dschihad, den Heiligen Krieg. Das Ziel der Terroristen? Ein Kalifatstaat und die Abspaltung des rohstoffreichen Nordkaukasus von Russland. Nur wenige Wochen nach der Invasion der Islamisten in Dagestan explodieren in Moskau zwei Wohnhäuser. Bei den beiden Anschlägen Anfang September sterben über 300 Menschen. Putin macht die tschetschenischen Separatisten verantwortlich, reagiert mit markigen Worten. Wir werden die Terroristen überall jagen. Wenn es sein muss, werden wir sie in der Latrine ertränken. Es reicht. Putins derbe Reaktion auf die Explosionen macht ihn über Nacht bekannt. Aber bei weitem nicht alle Russen glauben, dass radikale Islamisten hinter den Anschlägen stecken. Ex-FSB-Agent Alexander Litwinenko behauptet in seinem Buch Blowing Up Russia, dass der russische Geheimdienst die Häuser gesprengt habe, mit dem Ziel, Putin als tatkräftigen Politiker in Szene zu setzen, populär, wählbar zu machen. Ein Interview mit dem Dokumentarfilmer Andrei Nekrasow, gedreht in London. 60%, Wissen Sie, wie der FSB auf meine Vorwürfe reagiert? Er sagt, wir haben die Häuser nicht gesprengt, weil wir sie nicht sprengen konnten. Ich sage Ihnen, dass der KGB und sein Nachfolger FSB Terror als legitimes Mittel erachten, um Ziele zu erreichen. Litwinenko hat keine handfesten Beweise für seine Theorie. 4 Jahre nach der Veröffentlichung seines Buches stirbt er im Frühjahr 2006 in seinem Londoner Exil. Er wurde mit radioaktivem Polonium vergiftet. Der Täter blieb auf freiem Fuß. Russland streitet jede Verantwortung für den Mord ab. In seinem Feriendomizil Sotschi gab Putin jedoch zu verstehen, dass er für Leute vom Schlag Litwinenko nur wenig übrig hat. Verräter enden immer jämmerlich. Sie sterben an Alkoholmissbrauch oder an Drogen oder verenden irgendwo. Das haben wir unlängst im Ausland beobachtet. Ich weiß nicht, was Menschen zum Verrat treibt. Zurück ins Jahr 1999. Nach den Anschlägen auf die Wohnhäuser in Moskau lässt Premier Putin seine Truppen in Tschetschenien einmarschieren. Er verhindert eine Abspaltung der Kaukasusrepublik von Russland. Moskau kämpft gegen radikale Islamisten, Schutzgelderpresser und marodierende Banden. Der Tschetschenien-Konflikt wird zum Flächenbrand, greift auf den gesamten Nordkaukasus über. Die Banden sind Putins Einheiten unterlegen, verüben deshalb verstärkt Anschläge, halten damit Russland bis heute in Atem. Die Lebensbedingungen im Nordkaukasus sind stellenweise katastrophal. Menschenrechte werden von beiden Seiten verletzt. Truppenbesuch in Tschetschenien. Putin fliegt mit einem Kampfjet ins Krisengebiet. Solche Aktionen machen den Premier bei der russischen Bevölkerung beliebt. Endlich mal einer, der zupackt. Viele Russen haben den altersschwachen und trinkfreudigen Jelzin schon lange satt. Zum Jahrtausendwechsel ist es soweit. In der Silvesternacht beerbt Putin Boris Jelzin. Ich gehe. Ich habe alles getan, was ich konnte.
Ich habe alles gegeben. Jetzt kommt eine neue Generation. Sie hat mehr Energie, kann mehr für unser Land tun. Hinter den Kulissen wartet schon ein Offizier mit dem Atomkoffer auf den kommissarischen Präsidenten. Das ist jetzt ihr Arbeitszimmer, Wladimir Wladimirowitsch. Putin hat offensichtlich das volle Vertrauen des Jelzin-Clans gewonnen. Der neue Kreml-Chef wird es aber nur teilweise rechtfertigen. Boris Jelzin genießt zwar volle Immunität, darf aber jetzt politisch nicht mehr mitreden. Er wird bis zu seinem Tode 2007 mit einem Maulkorb in einem goldenen Käfig sitzen. Viele Mitglieder des Jelzin-Clans trifft es noch wesentlich härter. Nach der Machtübernahme beginnt Putin, hochrangige Hofschranzen aus dem Kreml zu verjagen. Einige flüchten ins Ausland. Ihre Posten nehmen Putins Freunde aus St. Petersburg ein. Gleich zu Beginn seiner Kreml-Karriere spannt der neue Präsident die Medien vor seinen Karren. Das Staatsfernsehen soll den Menschen- und Schwarzgurtträger Putin zeigen. Training mit dem russischen Nationalteam. Judo sei eine charakterbildende Sportart, sagt Putin. Man müsse seinen Gegner respektieren, auch wenn er schwach wirkt. Der kleinste Fehler könnte dem vermeintlichen Verlierer Auftrieb geben und fatale Folgen haben. Ich bin stolz auf euch. Ihr seid ein super Team. Ihr zieht an einem Strang und eure Erfolge bringen Russland Ruhm. Ich gratuliere euch. Weiter so. St. Petersburg. Putin lässt die russischen Staatsmedien ungewöhnlich nahe an sich heran. Tabu ist nur sein Familienleben. Ein Besuch bei Putins früherer Lehrerin Vera Gurievich. Guten Tag. Mein Gott, wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, sehr lange. Gurievich beschreibt den Schüler Wladimir als kleinen Rowdy mit mittelmäßigen Noten. Erst in der 6. Klasse habe er angezogen. Sein Potenzial sei aber natürlich schon damals sichtbar gewesen. Jetzt werden wir ein Gläschen Sekt trinken. Sekt? Was haben wir denn für einen Anlass? Wir stoßen auf unser Wiedersehen an. Ich sage dir, wann wir uns das letzte Mal getroffen haben. Es war 1991. Deine Mutter hatte ihren 90. Nein, pardon, ihren 80. Der Sekt ist schön kalt. Was hast du denn gedacht? Hui, jetzt geht's los. Verzeihung. Kein Problem. Schön, dass du bei uns bist. Das Haus müsste sowieso längst abgerissen werden. Tatjana, mein Töchterchen, kriech doch mal unter den Schrank. Da sind eingelegte Gurken und Tomaten. Gib mir 2 Gläser. Hier, Wladimir, für dich. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Möchtest du noch ein Glas? Nein, nein, danke. Eines ist genug. Putins Arbeitsplatz. Seit Ende des 15. Jahrhunderts spielt der Kreml in der Geschichte Russlands eine zentrale Rolle. Sitz Moskauer Großfürsten, russischer Zaren und sowjetischer Generalsekretäre. Wladimir Putin erlaubt dem Staatsfernsehen einen Blick auf und in seinen Schreibtisch. Hier sind Unterlagen zu einem Arbeitstreffen in Ivanova. Auf dieser Liste steht, wen wir am Internationalen Frauentag auszeichnen wollen.
Und das ist was vom FSB. Das kann ich Ihnen nicht zeigen. Schade. Wir hätten gerne ein paar Nahaufnahmen gemacht. Ja, das glaube ich. Deswegen habe ich dieses Strategiepapier auch kurz vor Ihrem Besuch in die Schublade gelegt. Was ist das? Das ist ein Wirtschaftsplan, eine von vielen Varianten. Es werden natürlich mehrere Papiere diskutiert. Unsere Zukunft liegt also in dieser Schublade? Was haben Sie von Jelzin übernommen? Alles. Was ist neu? Der Computer. Sind Sie ein Computerfreak? Nein, leider nicht. Nutzen Sie das Internet? Wenig. Meine beiden Töchter trainieren mich aber. Waren Ihre Kinder schon hier? Ja. Und? Sie hat das alles recht wenig interessiert. Wollten Sie auf Ihrem Sessel sitzen? Nein. Sie haben sich mit dem Computer beschäftigt. Was sehen Sie, wenn Sie aus Ihrem Fenster schauen? Ich weiß es nicht. Wollen wir einen Blick riskieren? Ja, gerne. Ich hatte bisher keine Zeit, aus dem Fenster zu schauen. Ich glaube, wir sehen gleich einen Hinterhof. Sind Sie kein neugieriger Mensch? Doch schon, aber ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Nein, ich habe mich getäuscht. Kein Hinterhof, sondern der Iwanowski-Platz. 3 Uhr nachts. Es geht in einer westlichen Luxuskarosse nach Hause. Was war Ihr erstes Auto? Mein erstes Auto war ein einfacher sowjetischer Saporoschitz. Meine Mutter hat ihn in einer Lotterie gewonnen. Es ging damals darum, ob wir Bargeld oder das Auto nehmen. Wir haben uns auf mein Drängen hin zum Glück für den Wagen entschieden. Es war wie ein Traum, denn wir waren ja nicht reich, hätten uns nie ein eigenes Fahrzeug leisten können. In den 70er Jahren ein Auto und das auch noch als Student, das war einfach nur fantastisch. Von welchem Auto haben Sie geträumt? Ich war vollkommen zufrieden. Später wollte ich was Größeres haben. Ich bin den Saporoschitz 12 Jahre lang gefahren. Auf dem Weg in seine Residenz lässt Putin anhalten. Er möchte eine Gedenkstätte besuchen. Putin benutzt diese Dreharbeiten dazu, den Russen ein weiteres Mal sein kompromissloses Handeln im Nordkaukasus zu erklären. Das Kreuz und der Stein erinnern an die Anschläge auf die beiden Moskauer Wohnhäuser im September 1999 mit über 300 Toten. Putin bleibt dabei. Die Täter sind tschetschenische Terroristen. Herr, rette die Seelen der unschuldigen Opfer, steht auf dieser Tafel. Wer so etwas tut, ist nicht normal. Ein unbegreifliches Verbrechen. Ich frage mich oft, wie abartig man sein muss, wenn man unschuldige Menschen mitten in der Nacht in die Luft sprengt. Auf solche Grausamkeit gibt es nur eine Antwort: Gegengewalt. Nur durch konsequentes Handeln können wir den Zerfall unseres Landes verhindern und unsere Bürger schützen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Diese Politik macht Putin bei den meisten Russen äußerst populär. Im März 2000 gewinnt der Ex-KGB-Offizier die Präsidentschaftswahlen mit knapp 53% der Stimmen. Boris Jelzin ist bei der Amtseinführung seines politischen Ziehsohnes gesundheitlich stark angeschlagen, nur noch ein Schatten seiner selbst. Уважать и охранять.
Ich schwöre, die Rechte unserer Bürger zu schützen und die Verfassung der Russischen Föderation zu achten. Ich schwöre, die Einheit unseres Staates zu wahren und für die Sicherheit unseres Volkes zu sorgen. Der 11. September 2001. Die USA werden zum Ziel des schwersten Terroranschlags der Neuzeit. Die Selbstmordpiloten der Al-Qaida entführen 4 Verkehrsflugzeuge. 2 dieser Maschinen lenken sie in das New Yorker World Trade Center, weltweit vom Fernsehen übertragen. Über 3000 Menschen sterben. Dieses Mal meldet sich der russische Präsident schnell zu Wort. Ich möchte mich im Namen Russlands an alle Amerikaner wenden. Wir wissen, was es heißt, Opfer von Terroranschlägen zu sein. Wir teilen ihren Schmerz. Wir werden sie unterstützen. Besuch des Ground Zero. Der Kreml-Chef hält Wort, unterstützt die USA bei ihrem Feldzug gegen den Terror. Putin erlaubt US-Truppen, Stützpunkte in seinem Einflussbereich zu benutzen. Die Flughäfen in den Ex-Sowjetrepubliken Usbekistan und Kirgisistan dienen Amerika im Afghanistan-Krieg fortan als wichtige Versorgungsdrehkreuze. Putins Hilfe führt langfristig zu einer leichten Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Außenpolitisch beweist Putin häufig Fingerspitzengefühl. Innenpolitisch macht er Tabula rasa. Bei diesem Treffen mit Oligarchen beginnt der Absturz des reichsten Russen. Ölbaron Michail Khodorkovsky ist schon seit geraumer Zeit angezählt, denn er unterstützt die Opposition und hat eigene politische Ambitionen. Jetzt überspannt der Multimilliardär den Bogen endgültig. Er wirft Putin vor, für die wachsende Korruption verantwortlich zu sein. In den letzten 4 Jahren ist die Zahl derer, die mit Korruption konfrontiert wurden, stark gestiegen. Mehr als 25% der Bevölkerung schmieren. Umfragen ergeben, dass Beamte besonders bestechlich sind. Das muss untersucht werden. Ich möchte aber noch einmal auf Ihre Kritik an Rosneft zurückkommen. Sie sagen, das Ölunternehmen sei rücksichtslos. Nein, der Staatskonzern versucht nur, auch noch ein paar Förderfelder zu ergattern. Den Großteil haben sich ja private Firmen wie Ihre schon gesichert. Wir werden uns jetzt mal ansehen, ob da alles sauber abgelaufen ist. Oktober 2003, ein halbes Jahr nach diesem Eklat, werden Khodorkovsky und sein Partner Lebedev verhaftet. Die Justiz zerschlägt ihren Ölkonzern Yukos. Die Filetstücke, vor allem Förderbetriebe, gehen an den Staat. Der einst reichste Russe bekommt wegen Betrugs und Steuerhinterziehung 8 Jahre Straflager. Bilder aus dem fernen Osten, nahe der chinesischen Grenze. Kurz vor Ende ihrer Haftstrafe kriegen Khodorkovsky und Lebedev in einem zweiten Prozess weitere 6 Jahre. Sie sollen rund 19 Milliarden Euro unterschlagen haben. Unabhängige Prozessbeobachter sprechen von einem politisch motivierten Verfahren. Putin habe ein Exempel statuiert, ein Signal an alle Oligarchen. Spätestens jetzt gilt der Ex-KGB-Mann wegen seines repressiven innenpolitischen Kurses in Westeuropa als autoritärer Herrscher. Nur für den damaligen deutschen Bundeskanzler war der russische Präsident immer noch ein lupenreiner Demokrat. 9. Mai 2005, 60. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Schröder nimmt als erster Kanzler an der Militärparade auf dem Roten Platz teil. Schröder und Putin hatten auch persönlich ein exzellentes Verhältnis. Putin will eine vollständige Aussöhnung.
Er zeigt im Umgang mit Schröder große Sensibilität. Seine Rede ist sachlich. Deutschland bekommt noch nicht einmal einen Seitenhieb. Wir dürfen die Schrecken dieses Krieges nie vergessen. Wir müssen uns regelmäßig vor Augen halten, an welchem Abgrund die Welt stand, welche verheerenden Auswirkungen Rassismus hat. Nur wenn die Erinnerung lebt, können ähnliche Tragödien verhindert werden. Russland und Deutschland waren inzwischen wirtschaftlich eng verbunden. Vor allem durch immer größer werdende Öl- und Gaslieferungen bahnte sich eine Abhängigkeit von Moskau an. Präsident Putin hatte für solche Ängste nur ein Lächeln übrig. Eins habe ich nie verstanden. Womit wollt ihr eigentlich heizen? Unser Gas wollt ihr nicht, Atomenergie auch nicht. Wollt ihr mit Holz heizen? Und selbst dafür werdet ihr nach Sibirien fahren müssen. Der Kreml der Energie, die Zentrale von Gazprom in Moskau. Von diesem Kommandostand aus wird großen Teilen Europas der Gashahn an- und abgestellt. Verlegearbeiten vor der Küste Finnlands. Das italienische Spezialschiff Castor Russei versenkt den zweiten Strang der Ostsee-Pipeline. Schon die erste Gasverbindung zwischen Russland und Deutschland war nicht unumstritten. Manche Kritiker befürchteten eine zu große Abhängigkeit. Das sehen die Betreiber in Russland naturgemäß ganz anders. Wenn wir so reden würden wie diese Leute, die behaupten, vor Gazprom müsse man Angst haben, könnten wir genauso gut sagen, dass wir vor Europa Angst haben sollten. Wir sind genauso abhängig von den Einnahmen. Wenn jemand die Zahlungen stoppt, was dann? Ich denke, das ist kindisch. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 war für 50 Jahre und höchste Belastungen ausgelegt. Und das verlangt nach sehr viel Vertrauen in die Technik und die Politik. Alle Energiepolitik hat auch immer etwas zu tun mit den staatlichen Stellen, gar keine Frage. Aber diese Frage Machtpolitik intendiert ja, dass wir uns Sorgen machen müssten um die Liefertreue etwa Russlands. Das ist nicht so. Selbst in den finstersten Zeiten des Kalten Krieges waren die Gaslieferungen nie in Frage gestellt. Insgesamt 200.000 Rohre mit einer Länge von jeweils 12 Metern und einem Gewicht von etwa 12 Tonnen wurden für die doppelte Pipeline in der Ostsee versenkt. Ein Jahrhundertprojekt, für das sich Schröder schon eingesetzt hatte, als er noch Bundeskanzler war, mit 7 Milliarden Euro eines der größten Investitionsprojekte in Europa. Ein Viertel des gesamten in Europa verbrauchten Gases soll durch die Zwillingsröhren fließen. In Lubmin bei Greifswald kommt das russische Gas in Deutschland an. Hier wird das russische Gas an das europäische Netz angepasst. Druck und Temperatur werden neu justiert. Im August 2011 wurde die Ostsee-Pipeline endgültig mit dem europäischen Gasnetz verschweißt. Seit Ende 2011 fließt das sibirische Gas in die deutschen Haushalte. Die Kanzlerin und der russische Präsident drehen gemeinsam am Rad der deutsch-russischen Energieversorgung, als die Pipeline eröffnet wird. Inzwischen bezieht Deutschland 55% seines Erdgases aus Russland. Eine zweite Pipeline, Nord Stream 2, wurde gebaut und fertiggestellt, aber nach Beginn des Ukraine-Krieges gestoppt. Noch fließt das Gas durch die inzwischen alte Pipeline. Wie lange noch, wird sich zeigen. Auch wie lange die Vorräte noch halten. Das Gas wird in unterirdischen Höhlen zwischengelagert. Salzkavernen wurden extra dafür ausgespült. Einige davon gehören inzwischen auch Gazprom. Wo finden wir solche Anlagen? Dieser Kavernenspeicher ist natürlich. Putins Macht wuchs unaufhaltsam
und die Gegner seines Systems gerieten mehr und mehr in Lebensgefahr. Verbrechen wie der Mord an der Journalistin Anna Politkovskaja schreckten die Opposition und das Ausland auf. Überwachungskameras hatten die Tat festgehalten, als Anfang Oktober 2006 die couragierte Reporterin in Moskau im Eingangsbereich ihres Wohnhauses erschossen wurde. Politkovskaja hat in ihren Artikeln vor allem Menschenrechtsverletzungen im Nordkaukasus, Willkür und Korruption kritisiert. Putin sah in dem Mord ein Komplott gegen den Kreml. Der Mord an Politkovskaja ist ein Verbrechen, das gegen Russland und gegen die russische Führung gerichtet ist. Die schreckliche Tat schadet dem Ruf des Kremls und auch hoher tschetschenischer Beamter viel mehr als die Publikationen der Journalistin. Russische Ermittler konnten im Mordfall Politkovskaja bisher nur einige zweitrangige Tatverdächtige verhaften. So zum Beispiel einen ehemaligen Polizeioffizier. Er soll den Killer angeheuert und die Tatwaffe besorgt haben. Von den Schlüsselfiguren, den Hintermännern, fehlte jede Spur. Putin überlebte auch diesen Fall innenpolitisch unbeschadet. Nichts konnte den mächtigen Ex-KGB-Mann offenbar gefährlich werden. Kein Verbrechen, kein Terroranschlag, kein Krieg. Anfang 2008 machte Putin seinen Intimus Dmitri Medvedev zum Nachfolger. Denn er durfte gemäß Verfassung nicht dreimal hintereinander für das Präsidentenamt kandidieren. Dafür übernahm er das Amt des Ministerpräsidenten und behielt de facto die Macht. Sein nächstes Kriegsziel war Georgien. Schutzmacht Russland. Putin schickt seine 58. Armee. Russische Panzer kommen von Norden, lassen den georgischen Verbänden keine Chance. Nach 5 Tagen ist der Krieg vorbei. Der georgische Präsident ist geschlagen. Michail Saakaschwili kann die territoriale Einheit seines Landes nicht herstellen. Er weigert sich aber konsequent, die Abspaltung der abtrünnigen Teilrepubliken zu akzeptieren. Das macht einen NATO-Beitritt Georgiens unmöglich. Wladimir Putin hat sein Ziel erreicht, eine Mitgliedschaft der ehemaligen Sowjetrepublik in der NATO um jeden Preis zu verhindern. Er hat Angst, umzingelt zu werden. Besuch eines Flüchtlingslagers. Frauen aus Südossetien klagen dem Premier ihr Leid. Wir wissen nicht, wo unsere Angehörigen sind. Wir befürchten Schlimmstes. Georgische Soldaten töten sogar Kinder. Was? Ich kann mir das gar nicht anhören. Zu Hause in Russland ist Putin auf dem Höhepunkt seiner Popularität. 80% der Russen stehen hinter ihm. Genau 2 Jahre später beginnt die Zustimmung zu sinken. Denn immer mehr Russen erkennen, dass sie in der Not auf sich selbst gestellt sind. Als in Russland Wälder brennen, fliegt Putin sogar selbst einmal einen medienwirksamen Löscheinsatz. Wie sieht's aus? Haben wir getroffen? Ja, ein Volltreffer. Beruhigt ihn der Pilot. Die Brandopfer wollen keine Propaganda sehen, sie fordern Hilfe. Beim Besuch in Nischni Nowgorod fallen einige Frauen regelrecht über Putin her. Wo waren ihre Leute, als unsere Häuser in Flammen standen? Wo war die Feuerwehr? Warum hat sich keiner blicken lassen? Wir haben getan, was wir konnten, sagt Gouverneur Schantsov. Ihr seid Lügner, eine korrupte Bande. Ihr habt die Gelder für die Löschtechnik geklaut. Im Sommer 2011 wollen nur noch rund 40% der Bevölkerung Putin ihre Stimme geben. Er versucht gegenzusteuern, setzt im Duma-Wahlkampf auf seine alte Masche. Die Propagandamaschine zeigt Putin als Schatztaucher im seichten Wasser. Russland schmunzelt, die Opposition lacht. Putin hofft bei den Parlamentswahlen, wieder eine Zweidrittelmehrheit für seine Partei Einiges Russland zu holen. Das würde ihm erlauben, die Verfassung weiter nach Belieben zu ändern.
Das ist meine Beute. Was ist da drin gewesen? Keine Ahnung. Sie wurden schon vor ein paar hundert Jahren ausgetrunken. Wie alt sind Sie? Aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. Wie tief war es? 1 oder 2 Meter. Haben Sie das selbst gefunden? Nein, die Jungs haben mir gezeigt, wo sie sind. Alle Versuche des Staatsfernsehens, Putins Rating zu steigern, scheitern. 4. Dezember 2011, Parlamentswahl. Die Stimmung in Russland deutet auf einen schweren Einbruch der einst dominanten Kreml-Partei hin. Doch Putin gibt sich weiter siegessicher. Einiges Russland wird wieder ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Sie werden sehen. Zweckoptimismus. Hinter den Kulissen kämpfen Putins Leute offenbar mit allen Tricks gegen die drohende Pleite. Es kommt angeblich landesweit zu starken Unregelmäßigkeiten. Korrupte Wahllokalmitarbeiter sollen Stimmzettel in die Urnen geworfen haben. Erstmals in der Ära Putin gibt es Massenproteste. Rossija bez Putina, Russland ohne Putin. Diese Moskauer Demonstranten fordern Neuwahlen. Einiges Russland habe sich die absolute Mehrheit ergaunert. Pazor, Schande. Die Kreml-Partei hat uns betrogen. Sie hat bei diesen Parlamentswahlen nicht nur die verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit, sondern auch die absolute Mehrheit verloren. Putins Partei kommt nur auf 30%. Das weiß er, aber er verkauft uns für dumm. Und das lassen wir uns nicht bieten. Die landesweiten Demonstrationen scheinen die Polizei nervös zu machen. Vorübergehend werden ca. 1600 Menschen festgenommen. Wladimir Putin streitet alle Manipulationsvorwürfe ab. Seine Reaktion erinnert an den Kalten Krieg. Er macht Amerika für die Unruhen verantwortlich. Die Kritik der USA an den Wahlen hat einige motiviert, die Protestaktionen zu starten. Sie vergaloppieren sich. Wir werden keine Einmischung von außen dulden. Doch eine Einmischung von außen ist für Putin nicht nur eine Einmischung in Russland. Die ehemaligen Staaten der Sowjetunion, wie etwa die Ukraine, sind für ihn immer noch sein Territorium. Und Demokratiebewegungen wie die auf dem Maidan in Kiew Ende 2013/14 sind für ihn eine Bedrohung seiner eigenen Macht. Wenn in der Ukraine die vom Westen unterstützte Bewegung für Demokratie und Unabhängigkeit des einstigen Sowjetstaates gewinnen sollte, könnte der Funke auch auf Russland überspringen. Vor allem davor hat er Angst. Und manche Bürger der Ukraine, so die auf der Halbinsel Krim, fühlten sich eher von Moskau als vom Westen angezogen. Im Osten des Landes gab es sogar Mehrheiten für einen Anschluss an Russland. Zur Unterstützung dieser Separatisten schickte Putin seine Truppen. Erst getarnt, dann ganz offen. So legte er auf der Krim und in den russischen Grenzgebieten der Ostukraine die Grundlagen für den heutigen Konflikt. Heute, 8 Jahre später, geht es angeblich wieder einmal um den drohenden Beitritt der Ukraine zum westlichen Verteidigungsbündnis NATO. Doch der stand nicht auf der Tagesordnung der Weltpolitik. Es war offenbar ein Vorwand für den längst geplanten Überfall auf die Ukraine. Es ging und geht um Putins Macht, zu welchem Preis auch immer.